Ich wollte als Kind Zirkusdirektor werden. Und einerseits habe ich selbst gern Kunststückchen vorgemacht und das Wichtigste war daran, immer die Leute irgendwie zum Staunen zu bringen. Das Mittel war dabei nicht so wichtig, aber ich habe mir natürlich drin gefallen, wenn ich irgendwas gut konnte. Aber ich wollte eben nicht nur selbst auf der Bühne sein, sondern wollte auch Direktor spielen und habe dann andere irgendwas machen lassen und dann Zuschauer um mich versammelt. Und unser Gruppenraum am Institut hat diese Form. Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem wir ihn längst gebaut haben. Und dieses Bild ist jetzt von einer Absolventin, einer Kollegin, die bei uns Ausbildung gemacht hat. Sie ist zufällig hier, ich habe sie gestern getroffen, die hat mir auch erlaubt, es zu zeichnen. Die hat geträumt, kurz vor dem Abschlussbaustein, das Institut ist ein Zirkus. Und dort ist Bernd Schmidt als Zirkusdirektor im Hintergrund. Und sie hat mir glaubhaft versichert, sie hat nicht gewusst, dass das mein Seelenbild für meine heutige Berufsausübung ist im Hintergrund. Und trotzdem so etwas vermittelt sich, wir befinden uns in gemeinsamen mythologischen Strömungen, die wir auch voneinander wahrnehmen. Und es wäre einfach sehr schön, wenn wir darüber mehr kommunizieren könnten. Sie hat dann das im Abschlussbaustein als Bild gemalt und hat es im Zeichenblock vergessen und hat mir dann eine Mail geschrieben, dass wenn es mich interessiert, sollte ich mal die Zeichenblöcke durchgucken und da ist es.